Hallo, ich begrüße euch auf meinem Kanal und freue mich, dass ihr dazugeschaltet habt. Ich werde euch heute ein weiteres Video von mir zeigen, allerdings tanzt dieses Video etwas aus der Reihe. Normalerweise zeige ich nämlich in meinen Videos meine Einkäufe von AliExpress. Diesmal möchte ich euch einfach mal mein Schminkzimmer zeigen, was ich auch als Büro nutze. Wir haben mit meinem Mann dieses Zimmer mit sehr viel Liebe renoviert und eingerichtet. Ich freue mich total, dass ich mein eigenes Reich hier in diesem Zimmer habe, wo ich mein Schminkzeug unterbringen kann und auch meine Unterlagen. Das Zimmer ist nicht sehr groß, aber dafür umfasst es fast alles, was ich mir so in keinem anderen Zimmer gut vorstellen könnte. Ja, ich zeige es euch jetzt und werde euch auch die ganzen Links zu den Sachen, wo ich was gekauft habe, hinterlassen und euch auch die Designerartikel zeigen und auch sagen, wo ihr sie nachkaufen könnt. Viel Spaß bei meinem Video! Dieses Zimmer ist ein Durchgangszimmer. Wir haben hier in diesem einen kleinen Zimmer drei Türen, die ins Bad, Schlafzimmer und in ein Kinderzimmer führen. Aus diesem Grund hatten wir nur drei Wände, die uns wirklich zur Verfügung standen, und das haben wir jetzt so gelöst. Wir haben hier, ich fange mal ganz von vorne an, wir haben hier an der Decke LEDs eingebaut und mit Stuckleisten alles etwas verschönert. Auf beiden Seiten des Zimmers haben wir als Trennung des Bereichs diese beiden Säulen. Auf dieser Seite ist auch ein Heizkörper dabei, deshalb mussten wir das so ein bisschen umrahmen. Die Säule ist abnehmbar, deshalb haben wir das da jetzt noch nicht zugemacht. Also da kann man noch dran, wenn irgendwas sein sollte mit der Heizung. Die Netzwerksteckdosen werden noch fertig gemacht, das ist noch nicht abgedeckt. Die Kabel liegen aber schon verlegt. Also hier fehlen mir noch ein paar Bilderrahmen, die passend dazu zu dem Zimmer sind. Ich wollte jetzt keine mit schwarzem Rahmen, also ich suche jetzt nach schönen Bilderrahmen, so wie ich das in Amerika zum Beispiel gesehen habe. Da muss ich noch, also bin ich noch auf der Suche. Für meinen Schmuck habe ich so einen schwarzen Organizer gekauft. Da sind jetzt zwei Ketten drauf, weil ich noch nicht entschieden habe, wie ich größere Sachen lagern soll. Da werde ich auf jeden Fall noch von Ikea, glaube ich, solche Unterlagen kaufen, wo ich die größeren Colliers auslegen kann. Die andere Schmuckaufbewahrung hat mir meine Schwägerin geschenkt. Die finde ich auch sehr hübsch und sie passt auch total gut zu meinem Zimmer. Hier haben wir in dieser Ecke bzw. auf beiden Seiten des Zimmers einen Ikea-Packschrank. Der ist 75 cm breit. Ich war sehr froh, dass wir diese Lösung mit den Spiegeltüren gefunden haben, die 25 cm breit sind, weil ich am Anfang Angst hatte, dass ich keinen Schrank, der richtig zugemacht werden kann, finde für diesen kleinen knappen Platz hier an der Seite. Und ich war sehr froh, dass wir das mit den Ikea-Schränken lösen konnten. Ich habe oben auch die Boxen von TK Maxx. Die mag ich total. Da bewahre ich zum Beispiel meine Haarteile auf. So sieht der Schrank aus. Es passt total zu meinem Look hier, zu meinem gesamten Zimmer. Die Griffe der Schränke haben wir ausgetauscht gegen gegen Glasgriffe. Das gefällt mir besser als die standardmäßigen Griffe. Und außerdem habe ich mir solche Hängerchen gekauft von Andreas in Dietzenbach. Ich zeige euch noch mal etwas näher. So sieht es aus. Also mir gefallen die Teile total gut. Mit solchen Quasten. Oben habe ich weitere Haarteile in den Kisten und auch Haarfarbe. Hier habe ich meine Lieblingsbücher bzw. die, die mir am besten gefallen, die ich öfters mal auch aufschlage. Und hier habe ich noch weitere neue Ordner, die ich noch nicht benutzt habe, die noch nicht angelegt sind. Diese Kiste ist voll mit Schmuck. Das ist auch noch so eine Sache. Und hier in den Schubladen habe ich auch Schmuck. Wie gesagt, da bin ich noch nicht ganz durch mit der Aufbewahrung. Das ist noch, wird noch überlegt, wie ich das am besten lagern kann. Also hier in diesen Teilen, ich habe mir so kleine Kästchen auch von AliExpress bestellt aus China. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel die Ohrringe, in dem nächsten sind die Ringe und im dritten sind so kleinere Ketten.
Also das hier ist der Schmuck. Die zweite Schublade ist noch leer, da überlege ich mir noch was für den Schmuck. Hier unten habe ich noch ein paar neue Fotoalbums. Ich habe mir das nämlich so in den letzten Jahren angelegt, dass ich gleich 20 Stück von der jeweiligen Sorte des Albums gekauft habe und dann die Fotos immer abgelegt habe. Das sind jetzt die restlichen, die jetzt noch nicht belegt sind. Irgendwann mal werden die auch gefüllt. Ich mag es einfach, dass alle Fotoalben, wenn sie irgendwo im Regal stehen, dass sie alle gleich sind und nicht kunterbunt durcheinander sind. So, das war jetzt der erste Schrank. Ich habe dieses Video bereits bei Tageslicht gedreht, aber auf dem iPad habe ich dann festgestellt, das ist viel zu dunkel. Deshalb drehe ich jetzt gerade noch einmal und habe jetzt einfach die Rouladen zugemacht, weil draußen sehr schönes Wetter ist, was mich auch total freut. Und normalerweise mag ich total, wenn im Zimmer viel Licht ist, aber heute musste ich das Sonnenlicht etwas aussperren. Hier steht mein IKEA Malmtisch, Schminktisch, und da haben wir auch nochmal Malm Frisierkommode. Ich fange mal bei den Vorhängen an. Hier haben wir das so gelöst, dass wir mit Leisten das Ganze umrandet haben. Die Vorhänge habe ich mir bei Segmüller gekauft. Die sind so mit Perlmutter-Effekt, die oberen und die unteren haben so ein florales Muster. Auf dem Fenster habe ich eine unechte Orchidee stehen, die ist immer am Blühen und das gefällt mir auch sehr gut so. Hier für die Vorhänge als Halter habe ich mir solche Teile gekauft und diese Teile, diese Halter habe ich hier in Deutschland für 25 Euro, ich glaube zwei Stück, 25 Euro gefunden. In China auf AliExpress habe ich mir beide für 10 Euro gekauft und das sind dieselben, die ich hier in Deutschland gekauft hätte für 25 Euro. Und diese Quasten, die die Vorhänge zusammenhalten, habe ich mir von Amazon bestellt. Die sind mit so Acrylteilen. Und so sieht mein Frisiertisch und mein Schminktisch aus. Ich habe hier einige Sachen aus England bestellt. Als erstes zeige ich euch diese Schmuckschatulle, die ich mir aus England bestellt habe. Die Seite heißt Debenhams.com. Da bestelle ich meistens auch die Sachen für Kinder, also Klamotten auch und auch so Home Decor. Ja? Also mir hat das total gefallen. Das ist von dem Designer Julian McDonald, wie auch die Bilderrahmen, die ich euch jetzt gleich zeige. Die Schatulle ist aus Spiegelelementen gemacht und ist mit Strasssteinchen noch beklebt. Die Uhr, damit ich mich morgens nicht verspäte, habe ich natürlich von IKEA. Das ist so ein ganz, ganz günstiges Ding. Als nächstes Element haben wir hier den Kerzenleuchter. Der ist von Party Lights. Der gefällt mir auch total gut. Den hat mir mein Mann geschenkt. Er macht eine sehr, sehr schöne und gemütliche Atmosphäre. Zu diesem Pinselorganizer gibt es ein extra Video. Und hier haben wir auch die Bilderrahmen, von denen ich euch erzählt habe. Das ist auch vom Julian McDonald. Die passen total gut zu dem Schmuckkästchen. Sind auch aus Spiegel. Als nächstes kommen wir zu meinem Schminkspiegel. Der gefällt mir auch total gut. Ich habe nicht bereut, dass ich für den 60 oder 70 Euro ausgegeben habe. Ich musste mal nach der Rechnung schauen, wo ich das gekauft habe, auf jeden Fall online. Das habe ich hier in Deutschland bestellt. Und dann hatte ich mir nochmal so Glasspiegelflächen gekauft bei Andreas in Dietzenbach. Es gefällt mir gut, wenn die Sachen so ein bisschen noch auf solchen Spiegeln stehen. Ja, dieser Spiegel, der hilft mir sehr gut morgens, weil ich normalerweise früh aufstehe, bevor die Sonne aufgeht und deshalb reicht mir dieses Licht zum Beispiel vollkommen aus, da sehe ich alles, was ich sehen muss. Und die schönen Pionien darf ich euch auch zeigen. Das sind die schönsten Blumen, die ich bisher gesehen habe als unechte Blumen. Die machen mir jeden Morgen tolle Laune und ja, ich bin total froh, dass ich sie mir damals bei Andreas gekauft habe. Die gibt es immer noch dort, die hatte ich jetzt nochmal nachgekauft für ein anderes Zimmer. Ich finde sie richtig, richtig schön. Ich habe diesen Malentisch bei irgendeiner Bloggerin bei YouTube gesehen und ich war total begeistert. Mir hat das total gefallen, weil ich dachte, ja, das verbindet so ein bisschen mein Stil, was ich mir so auch für mein Zimmer ausgedacht habe. Also Barockstil, so alt und neu und modernes. Ja, und deshalb hatte ich mir unbedingt diesen Tisch bestellen wollen. Dann waren wir bei IKEA, haben das direkt mitgenommen, die Glasfläche.
gefällt mir total gut. Die kann ich sehr gut abwischen und sollte irgendwie Schminke oder sowas drauf kommen, das lässt sich sehr, sehr, sehr gut abwischen. Der Tisch hat ja 80 Euro gekostet, das ist im Vergleich zu anderen Schminktischen, die manchmal so über 100 Euro kosten, ein Schnäppchen. Dann haben wir diese Mein Frisierkommode dazu gekauft, da lagere ich auch einige meiner Sachen. Ich finde auch schön, dass da einiges reinpasst, was im Stehen gelagert werden muss, was ich nicht in der Tischschublade hinlegen kann. Das Glanzstück des Zimmers ist natürlich mein Prinzessinnenstuhl. Das passt total gut zu meinem Zimmer und zu den Farben hier im Zimmer, die ich gewählt habe. Das macht so einen ruhigen Eindruck und das gefällt mir auch total gut. Ich sitze sehr, sehr bequem darauf. Der ist gut gepolstert. Ich habe ihn im Internet bestellt, auf der Seite louis14.de, glaube ich. Ich werde euch auf jeden Fall den Link zu dem Stuhl in der Infobox reinsetzen. Da könnt ihr nachschauen. Also der Stuhl hat 139 Euro gekostet, plus Versand so um die 50. Aber dieses Geld ist der Stuhl auf jeden Fall wert. Dann haben wir noch einen weiteren Packschrank auf dieser Seite. Da lagere ich meine Unterlagen, meine Ordner mit den Unterlagen. Und das zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal ganz genau, was da drin ist. Auch oben ist schon wieder ein Kästchen von TK Maxx. Da gibt es ja immer wieder verschiedene. Ich würde am liebsten natürlich alles in demselben Design kaufen, aber manchmal klappt das halt nicht mehr, wenn das nicht mehr vorhanden ist. Das ist der zweite Schrank. Oben habe ich meine Fotoapparattasche und auch alles für Fotoaufnahmen. Die Ablage stapelt sich, die noch nicht in den Ordnern verschwunden ist. Und ansonsten mache ich immer die Unterlagen direkt in die Ordner rein, die ich mir angelegt habe. Ja. Das ist wie auf der Arbeit, muss alles ordentlich sein, damit man auch schnell auf die Sachen zugreifen kann. Auf dieser Seite haben wir eine weitere Säule, wie ich euch gesagt habe, das trennt den Bereich ab. Und dann haben wir die Klinkersteine benutzt, die das gesamte Treppenhaus umfassen. Das ist das Kinderzimmer, die Tür, die ihr jetzt gerade seht. Also hier unten sind so große Kapitel für die Säulen. Und das Designstück aus diesem Zimmer ist auch mein Spiegel. Und zwar habe ich mir einen Spiegel im Internet ausgesucht für 400 Euro mit einem weißen Barockrahmen. Und da hat mein Mann eine andere Lösung vorgeschlagen, die mir am Ende sogar noch besser gefällt. Und zwar haben wir einfach im Bauhaus für 25 Euro eine Spiegelfläche gekauft und sie mit Stuckleisten umrandet, die wir auch sonst im Haus verwendet haben. Und so haben wir den Spiegel höchstwahrscheinlich, also wenn man so hochrechnet, für 60 Euro hinbekommen. Er hat es dann nochmal gestrichen in weiß und ich finde, das ist sogar noch besser, als wenn ich mir einen richtigen Spiegel hingehängt hätte, weil auf der rechten Seite der Treppenaufgang ist und wenn man von der Seite so hinter den Spiegel schauen könnte, wäre es auch nicht so toll. Und so liegt es direkt an der Wand. Ich finde es richtig gut, dass es so gelöst wurde. Mein Mann hat halt immer sehr tolle Ideen. Und das war's auch schon zu meinem kleinen Zimmer. Ich zeige euch demnächst auch das Zimmer meiner Tochter, was mir auch sehr gut gefällt. Und auch das Zimmer, wo ich demnächst meine Videos drehen werde. Das ist jetzt gerade in Arbeit. Mein Mann arbeitet mit Hochdruck daran, dass ich schnell aus meinem Schminkzimmer umziehen kann.